Howdy Leute, was geht ab? Herzlich willkommen jetzt zurück bei iKuchen. Als erstes mal Entschuldigung, und zwar letzte Woche die iKuchen-Videos, die hatten so einen komischen Blaufilter. Ich dachte auch so, das ist nicht normal, und habe nochmal nachgeguckt und es war wirklich nicht normal. Es war einfach ein Filter drin, keine Ahnung, ob die den bei Saturn aus Versehen reingemacht haben, bei der Reparatur oder so, weil ich benutze die halt nie. Das habe ich jetzt auf jeden Fall wieder zurückgestellt. Ich sehe wieder unglaublich hübsch und sexuell aus. Und eine Sache muss ich auch noch sagen, ich hasse mich einfach selber. Wie ihr gerade seht, bin ich halt Kuchenvideos aufnehmen und ich bin halt losgefahren. Und wo ich dann hier geparkt habe, ist mir aufgefallen, Moment mal, hast du eine SD-Karte eingepackt? Ratet mal, habe ich nicht. Ich durfte gerade nochmal schön zur Metro latschen und mir eine SD-Karte für 23 Euro kaufen. Ich habe direkt eine 128 GB mit 60 MB Speichergeschwindigkeit genommen, ne, weil Bruder, YouTube. So, und deswegen hat sich das jetzt ein bisschen verzögert. Das ist auch bitter, weil heute ist der 23. Wir sind morgen weg und ich muss mich halt wirklich anstrengen, das alles hier heute durchzukriegen. Und ja, dann sowas. Ist auch erst 10.30 Uhr, das geht. Ja, passend zum letzten Jahr. Ich habe ja letztens ein Video hochgeladen, wo ich so über mein 2019 geredet habe. Und passend dazu dachte ich, dass ich jetzt auch ein Video mache, ja, was meine Ziele und sowas sind für das Jahr 2020, so in allen möglichen Bereichen. Grüße gehen raus an Gina, die Idee hatte, da wäre ich alleine nicht drauf gekommen, traurigerweise. Und meine Zuschauer auch nicht. Aber ich frage euch auch gar nicht mehr. Auf Instagram kriegt man nur Kacke. Wirklich, das deprimiert dann eher, dass man dann solche Zuschauer hat. Und ich dachte einfach mal, das Erste, womit wir natürlich anfangen, ist das Spannendste. Und zwar YouTube, meine Freunde. Was erwarte ich mir von YouTube im Jahr 2020? An sich muss ich sagen, ich bin jetzt niemand, der sich so richtige Abo-Ziele oder sowas steckt. Weil das Problem ist, ja, du kannst nicht alles alleine beeinflussen. So. Alleine der Algorithmus und so weiter entscheidet wirklich zu einem großen Teil, ob du halt abgehst oder nicht. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Ziel setze, sagen wir mal 1 Million, und ich schaffe das dann nicht, dann ist man halt schlecht gelaunt. Und ja, im Endeffekt, ja, bist du vielleicht auch gar nicht selber schuld daran, dass du es nicht geschafft hast, weil du konntest vielleicht auch einfach gar nicht mehr machen. Sondern YouTube hat ja gesagt, nee, sorry Bro, die Videos schlagen wir halt nicht vor. Ne? Zum Beispiel jetzt auch das Gurkensohn-Video oder was ich hochgeladen habe oder auch das Dagibi-Video. Das sind Videos, die wirklich sehr gut abgegangen sind, vor allem in den ersten Stunden. Glaubt ihr, die waren Platz 50 in den Trends wenigstens? Gar nicht so. Also offensichtlich werde ich da sowieso rausgehauen, deswegen setze ich mir so abotechnisch an sich keine Ziele. Ich werde es in diesem Video aber trotzdem einfach mal machen, einfach damit man am Ende dann, dass ich dann ein Jahr später zurückblicken kann und sagen kann, oh, so wenig, lol. Ja, ich habe ja momentan 820.000 Abonnenten, 821.000, fast 822.000. Und mein YouTube-Kanal macht zumindest Plus-Abos, das ist schon mal ganz gut. Und momentan ist es halt so, dass ich so zwischen 200 und 500 mache, je nachdem, was für ein Video am Tag vorher und so weiter online gekommen ist. Manchmal auch nur 100, also das schwankt immer sehr krass. Also was ich auf jeden Fall erreichen wollen würde, wäre auf jeden Fall die 900.000. Ich setze mir auch gar keine so riesen Ziele, ne, weil es ist immer schwierig. Ich kann mir selber vorstellen, dass ich so die 920.000 mache nächstes Jahr, weil ich momentan so 10.000 im Monat kriege. Ich kann mir halt aber auch vorstellen, dass ich, mein Wunschziel wäre so 950.000, weißt du, und dann 2021 schön am Anfang über die Flanke angreifen und die Million sichern, so. Also die Million soll irgendwann drin sein, so. Das Ding ist, wie gesagt, YouTube ist halt, du kannst es halt einfach nicht wissen. Kann sein, dass mein Kanal auch gar nicht mehr läuft und ich bleibe einfach dabei bei den 820.000. Kann aber auch sein, dass ich auf einmal mega abgehe und plötzlich habe ich 2 Millionen. So, ne, also YouTube ist da wirklich ein ziemliches Pulverfass. Ja, dann auf KuchenTV will ich auf jeden Fall so weitermachen. Ich muss selber sagen, dass es mir mega Spaß macht, die Videos, also vor allem die Kuchen-Talks und natürlich auch, also generell die Kuchen-TV-Videos halt jetzt vor der Kamera zu machen. Das hat mich wirklich nochmal mega motiviert, auch da mehr durchzuziehen. Ich schneide hier auch 7 Achtel der Videos auch selber. Und momentan macht mir das Ganze halt einfach sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und das will ich halt auf jeden Fall weiter durchziehen. Ne, ich bin da top motiviert, auf jeden Fall weiterzumachen. Dann kommen wir mal zum Tim Hate-Kanal. Da ist es ja so, dass wir den immer mal wieder so ein bisschen aktiv führen, das aber nicht so ganz hinbekommen. Hallo. Hallo. Und da möchte ich nächstes Jahr dann auch aktiv durchziehen, durchballern. Und das Ziel ist da natürlich auch, wir haben ja dann ein Jahr Zeit, die 100.000 auf jeden Fall zu machen. Ich hoffe, dass wir, also über Silvester kommen ja ein paar Gäste zu uns, unter anderem halt auch Just Nero und Wurstensmüll. Und ich hoffe dann einfach mal, dass wir für Tim Held mal ein paar Videos produzieren, auch mit denen, ja, dass man sich wirklich einfach mal ransetzt und mal 2, 3 geile Shots taket und so. Und dann halt einfach aktiv durchballert mit 2, 3 Videos die Woche. Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Das ist auf jeden Fall so das Ziel, was ich damit habe. Also Tim Held will auf jeden Fall wieder aktiv durchziehen, habe ich gehört.
Ja, dann das nächste ist Eikuchen. Eikuchen ist tatsächlich der einzige Kanal, wo ich gar keine Ziele habe, weil ganz ehrlich, ich laufe durch den Wald, ich quatsche ein bisschen. Ist für mich einfach Zusatzcontent so. Also ich habe damit, also im Dezember verdient man immer ganz gut, aber ansonsten kann ich auch offen damit umgehen. Ich verdiene hier so 500 bis 600 Dollar. So je nachdem natürlich, was für ein Thema man hat. Wenn ich natürlich ein paar Themen habe, die ein bisschen abgehen, so dann manchmal mehr, aber das ist so der Durchschnitt. Oder so das Unterste meistens, aber da bleibe ich auch ziemlich oft und das ist für mich einfach nur so Zusatzcontent so. Weil es einfach nur Spaß haben für die Leute, die sich ein bisschen für mich interessieren. Die können hier halt reingucken, dann wissen die ein bisschen mehr über mich, wenn die mich sympathisch finden oder halt auch nicht und sich mal so ein bisschen den Privateren angucken wollen. Deswegen setze ich mir hier gar keine Ziele, weil ich selber weiß, es ist kein Kanal, womit du halt jetzt die Million Abos knackst oder so. Ich bin auch komplett zufrieden, dass es 170.000 sind, glaube ich, oder so. Das ist schon ziemlich gut. Und bei Eikuchen gucke ich wirklich auch gar nicht hin. Ich glaube, die Abos stagnieren auch seit Mai, glaube ich, oder so. Ich bin mir gar nicht so sicher. Also ganz selten kommen mal ein paar drauf, dann gehen aber wieder welche. Also hier habe ich wirklich gar keine Ziele. Dann habe ich ja noch meinen Gameplay-Kanal Kuchengeschmack. Da habe ich tatsächlich auch so gar keine Ziele. Das Ding ist, dass ich da ja einfach ungeschnitten FIFA spiele gerade und auch das ziehe ich einfach durch so. Ne? Auch das lohnt sich geldtechnisch wirklich gar nicht. Also ich lade da ja zwar zwei Videos am Tag hoch, aber die haben ja so 700, 600 Klicks ungefähr. Da kann man sich ja ausrechnen, selbst bei guten CPM sind das vielleicht 1, 2 Euro pro Part. Ja, mach den Kohl nicht fertig. Ich glaube, mit der Zeit könnte ich deutlich mehr auf jeden Fall erreichen. Aber es macht mir einfach Spaß, das zu machen. Und meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass ich das ein bisschen aktiver halt durchziehe, dass ich meine FIFA-Karriere zu Ende spiele. Und dass ich am Ende den Champions-League-Titel in den Händen halte, meine Freunde. Dinge, die nie geschehen, aber mal gucken. Also da setze ich mir auch kein Ziel so. Ne? Also wenn der Kanal okay läuft, wenn es so weitergeht, so 700, 800 Aufrufe oder man vielleicht auf 1000 kommt pro Folge, bin ich komplett zufrieden. So, das ist in Ordnung. Dann haben wir auf jeden Fall noch Twitch. Ja, da bin ich eigentlich auch so zufrieden auf jeden Fall. Ne? Es läuft in Ordnung. Ja, mein Ziel ist vielleicht, dass man so durchschnittlich so 700 Viewer hat. Jetzt habe ich so gerade, schwankt irgendwie in letzter Zeit, die letzten 4-5 Streams habe ich irgendwie 100 weniger gehabt als sonst. So 450 bis 700 immer, manchmal auch 800. Einmal hatte ich 1000 komischerweise. Und ja, das Ziel ist natürlich dann halt so vielleicht so 700 zu schaffen. Na, und ich will ja jetzt aktiv durchziehen, jeden Tag durchballern Streams und so. Und dann schauen wir einfach mal, ob das halt was wird. Ja, Instagram habe ich auch noch, ja, sagen wir 130.000 oder so, ein bisschen mehr Follower gehen da auf jeden Fall rein. Und ja, das sind, glaube ich, so alle Social-Media-Sachen, die ich halt so benutze. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Dann habe ich ja auch gesagt, dass ich Tim Hate wieder durchziehen möchte. Eine Sache, die ich halt auch endlich mal besiegen möchte, ist meine unfassbare Faulheit. Und ich hoffe einfach mal, also ich setze mir das nicht als Jahresziel so, dass ich jetzt am 1.1. sage, okay, stopp, sondern ich versuche das jetzt schon irgendwie zu machen. Ich kriege es sogar so langsam hin, muss ich sagen. Also gestern zum Beispiel habe ich schon Facebook-Fails aufgenommen und auch noch das Video über die dümmsten Jolli-Kommentare. Die beiden Sachen habe ich da aufgenommen. Und dann habe ich noch zwei, drei andere Videos vorproduziert. Also gerade läuft das tatsächlich ganz gut. Und ich hoffe einfach mal selber, dass ich mich jetzt ein bisschen mehr zusammenreißen kann, dass ich ja wirklich durchziehe. Weil ich glaube, also meine Videos, muss man ja sagen, kosten nicht so viel Zeit. Ja, so Scripts sind jetzt auch nicht, dauern bei mir jetzt auch nicht so lange, weil ich weiß ja ungefähr, was ich sagen möchte. Ja, manchmal recherchiert man noch, aber ich sag mal, wenn man sich da wirklich hinhängt, dann kann man auch in einer Stunde durch sein so. Dann nimmt man das halt auf, das dauert vielleicht 20 Minuten. Wenn ich das cutte, dauert das vielleicht nochmal eine Stunde, eineinhalb oder ich schick's halt zum Cutter, dann brauche ich gar keine Zeit mehr. Also im Endeffekt ist das ja kaum Arbeit und das ist ja der einzige Kanal, wo ich halt wirklich effektiv Arbeit reinstecken muss. So, ne? Weil Kuchen ist durch den Wald laufen, Kuchengeschmack ist ja ein bisschen FIFA spielen und ja, Tim Held macht ja einfach nur so Challenges, aber die schneidet ja auch Timo. So. Und diese Faulheit hängt, also ja, kostet mich halt wirklich extrem viel Zeit und ich habe einfach selber keine Lust mehr, die Zeit dafür zu opfern, um ehrlich zu sein, weil ich halt selber merke, dass ich zu nichts anderes mehr komme, so weil ich mir die ganze Zeit selber im Weg stehe, gerade Twitch und so weiter. Ich meine, je länger man da online ist, desto höher ist auch die Chance, dass du da was erreichst, weil halt länger, also weil halt die Leute mehr Zeit haben, auf dich zu kommen, sage ich mal. Und ja, das nutze ich zum Beispiel einfach nicht, wenn ich jeden Tag erst um 21 Uhr online komme, weil ich die ganze Zeit vorher irgendwie an Videos hänge. So, und das regt mich halt selber auf, muss ich sagen, weil ich glaube, wenn ich halt aktiv durchziehe, könnte ich halt locker an einem Montag schon Videos für 2 Wochen fertig machen. So, und dann hätte ich 2 Wochen Freizeit. So, und das ist wirklich so dieser Dream. Und da habe ich wirklich jetzt langsam, ich will das einfach schaffen.
So, das Ding ist genauso mit früh aufstehen, auch heute wieder. Ich meine, ich bin zwar jetzt relativ früh aufgestanden, das war auch so, ich könnte mich immer selber ärgern. Am Abend, ich gehe ins Bett so und ich konnte gestern wieder nicht so gut einschlafen. So, und ich lag trotzdem und ich habe die ganze Zeit gemacht, jo, wenn mein Körper nicht schlafen will, ist mir egal. Ich stehe morgen um 7.40 Uhr auf, mache mich fertig, gehe Kuchenvideos drehen. So, dann klingelt der Wecker und ich war auch gar nicht so müde. Aber ich dachte dann so, boah, Gina wollte auch um 8 aufstehen, dann lege ich mir nochmal 20 Minuten hin. So, komplett dumm. Wann bin ich denn aufgestanden? Um 9. 9 ist für mich immer noch eine gute Zeit, gar keine Frage, ne? Aber so, das sind halt wieder 1,5 Stunden, die ich einfach, ich habe nicht mal geschlafen, ich habe so ein bisschen rumgedöst. Es ist noch unnötiger gewesen. So, weißt du, und das kostet mich halt so viel Zeit, diese Kacke, und da habe ich keinen Bock mehr drauf. So, ich meine, ich zum Beispiel, ich werde auch noch ein Video machen, auch von Gina, was ich noch so außerhalb von YouTube mache. So, und zum Beispiel Gravitrax, also Ravensburg hat mir ja so voll viele Pakete zugesendet und ich habe hier auch voll viel. Und ich habe richtig Bock Gravitrax, Mann. Wann war das? Ich glaube am Donnerstag, nee, was haben wir heute? Nee, am Samstag war ein Kumpel mit seiner Freundin bei uns und wir haben Gravitrax gespielt. Ne, ist auch geil, so 4 Erwachsene sitzen da, spielen Gravitrax und alle haben Bock, das ist mega, Alter. So, und das war ungelogen die geilste Bahn, die wir je gebaut haben irgendwie, weil wir so viele Extra-Teile und sowas, wir haben wirklich alle meine Teile benutzt, also alle diese schwarzen Bausteine, die man halt braucht. So, und das hatte ich halt noch nie gemacht, das hat so Bock gemacht und ich würde das sogar öfter spielen und auch mal streamen und so. Aber mir fehlt die Zeit, weil ich selber zu viel Zeit in andere Dinge verliere und dann nicht KuchenTV durchziehe. So, weil KuchenTV ist immer ganz oben und das fuckt mich selber so ab, weil mich das so runterhält. So, zum Beispiel dieses Facebook-Fails, was ihr... Das Video kommt heute. Nee, warte, heute ist Montag. Das Video kommt morgen. Ah, gut, Digga. Vorproduziert. Nee, auf jeden Fall das Video, was morgen kommt. Das Video, was morgen kommt, am Mittwoch kommt, ist ein Facebook-Fails. So, und Facebook-Fails sind wirklich super einfache Videos. Das ist kein Thema, die zu machen. So, ich suche mir halt Screenshots raus, die ich ja sowieso schon habe. Ich beantworte vorher vielleicht nochmal ein paar Nachrichten bei Facebook, aber da kommt in letzter Zeit halt nicht so viel hin. So, dann suche ich mir 10, 12, 15 Screenshots raus. So, dann manchmal schreibe ich ein Skript, also ich mache mir vorher schon Gedanken. Manchmal mache ich das aber auch nicht, je nachdem, was halt abgeht und was nicht. Na, also wenn ich jetzt... Wenn mir irgendwo nichts einfällt, so, dann mache ich schon eher Skript. Ansonsten ist auch viel Freestyle-mäßig dabei. Einfach, weil das, finde ich, wirkt einfach authentischer. So, dann drücke ich halt die Kamera an. Dann gucke ich mir die Screenshots an, mache halt meine Jokes, gehe ein bisschen ab und so und das war's. So, das ist eine effektive Arbeit von... Also die Aufnahme dauert vielleicht 8 bis 9 Minuten. So, je nachdem. Ne? Weil manchmal stehe ich da, überlege mir noch was, wie könnte ich das umsetzen. Manchmal ziehe ich das auch in 5 Minuten durch, weil ich schon genau weiß, die Vorlagen sind so geil, die nimmst du. So, da gibt's halt so viele... Also, ne, das ist halt... Und das ist ja das ist keine Arbeit so. Ich könnte 10 Facebook-Fails am Tag machen. So, schneiden ist auch keine Arbeit mehr. Vorher war das ja mal so, wo ich halt nur die Bilder benutzt habe. Das war immer ziemlich lame, fand ich. So, boah, Digga, es ist ganz schön rutschig hier. Das habe ich nicht so gefeiert. Das war auch... Da habe ich auch Schwierigkeiten, das spannend zu schneiden, muss ich sagen. Alles klar, Bruder, hier hängt einfach... was ist das denn? Ich werde es jetzt nicht berühren. So ein Ding halt. Ah ja. Fühle ich auf jeden Fall. So, und das dauert halt, keine Ahnung, effektiv. Das Film und so weiter, 10 Minuten. Wann habe ich das aufgenommen? Gestern. Wie lange habe ich es mir vorgenommen? 2 Wochen. 2 Wochen. So, und ich meine, das Ding ist ja auch, dass Gina ja auch gleich, also bald das Kind bekommt, gleich. So, ja, ich gehe danach schnell ins Krankenhaus, dann ist das Kind da. Nein, dass Gina ja auch bald das Kind bekommt. Und da ist ja auch das Ding, ich muss vorproduzieren. So, wenigstens für die Tage, wo sie halt im Krankenhaus ist und bis man sich eingelebt hat und so. Es wäre eigentlich klug, wenn ich jetzt durchballer und mal so Videos mache, die man immer bringen kann. Ein paar habe ich auch schon. So, und dann halt schaue, jo... Wenn das Kind da ist, dass ich halt eine Woche vielleicht nicht so die YouTube-Sachen machen muss. Einfach damit ich halt mehr Zeit habe, damit man sich halt so langsam eingewöhnt, dass das Kind da ist. Denkt ihr, ich mache das? Überhaupt nicht, obwohl das so klug wäre, das so zu machen. Aber ich stehe mir da einfach selber im Weg zu sagen, jo, ich ziehe halt jetzt durch, wirklich. Ich könnte 10 Videos über meine Faulheit machen, das regt mich selber auf. Das Ding ist, wie gesagt, ich habe es jetzt so langsam, ein bisschen kriege ich das gerade hin, weil ich mir einfach selber so hart in den Arsch beiße und es mir immer mehr auffällt, wie viel Zeit ich da eigentlich verschwende, indem ich dumm rumsitze und gar nichts mache, dass es halt schon besser ist. Also wie gesagt, heute schneide ich 2 Videos, dann habe ich noch 2 Videos, dann habe ich noch das Video mit Hai Aaron, dieses Kuchen und Kaffee, da habe ich schon mal 5 Videos und eins wollte ich noch machen, dann sind das 6 Videos, also 2 Wochen, die ich theoretisch schon vorproduziert habe dann. Ich hoffe natürlich, dass ich das halt weiter durchziehen kann und das jetzt richtig durchballer. Ich habe richtig Bock so. Weißt du, dass man auch einfach mal sich einen Tag nehmen kann, weißt du, wo ich auch einfach zu Gina kommen kann und sage, jo, wir machen heute irgendwas, such's dir aus.
so schwimmen gehen oder sonst irgendwas und dann noch was essen oder so, weißt du, dass man einfach mal so einen Pärchentag hat. So, und ich stehe mir da selber so krass im Weg. So, genauso auch mit Freunden, ne? Also ich habe ja letztens auch ein Video gemacht, so mein 2019, wo ich meinte, ja, ich hätte auch gern Freunde, mit denen ich auch mal so mittags rum was machen kann. So, also ich könnte locker 3, 4 Leute anschreiben, so, und einer würde auf jeden Fall ja sagen, wenn ich mittags sage, jo, hast du Bock, keine Ahnung, Bowling spielen oder chillen oder so. Ja, also das ist eigentlich auch keine Unmöglichkeit, so, aber ich stehe mir da auch selber im Weg, indem ich halt die ganze Zeit in meinem Zimmer sitze bis abends, die Videos mache und dann streame und dann ins Bett gehe. So, und das will ich auf jeden Fall 2020 halt hinbekommen. Genau, ja, hoffe ich einfach mal, dass es klappt. Und dann kann auch Tim Held wieder richtig durchziehen, weil da fehlt doch einfach die Zeit. So, wenn Timo sagt, jo, lass mal drehen, 2 Stunden, ein paar Videos oder so, und ich habe aber noch 5 Sachen, die ich machen muss, weil ich zu faul war, ja, dann, ne, Tim Held hat nicht die Priorität einfach. So, dann muss man halt erstmal andere Dinge machen. Und ich hoffe einfach mal, dass ich das nächstes Jahr hinbekomme, weil, also ich habe schon gehört, Tim Held hat auf jeden Fall sehr geile Videoideen, die er auch durchziehen möchte und die bestimmt auch nicht geklaut von anderen sind. So, ja, und ja, deswegen müssen wir da einfach mal schauen, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen. Dass ich irgendwie diese Faulheit auf jeden Fall besiege. Ja, dann ist das nächste auf jeden Fall ja, so Baby-mäßig. Was da ist. Ja, was da ist, ist auf jeden Fall, dass ich halt hoffe, dass sich das alles schnell einpendelt so. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, was sagt man dazu? Was wünscht man sich nach einer Geburt? So, dass das Kind natürlich gesund ist und so weiter. Ich habe schon gesagt, man schläft ja halt sehr, sehr wenig. Das Gute ist ja, dass ich selbstständig bin. Deswegen habe ich schon gesagt, ich werde das wahrscheinlich halt. Ich versuche es durchzuziehen, dass ich dann einfach nicht mehr nachts durchschlafe, sondern wenn das Kind wach ist, bin ich auch wach. Also, das pennt ja am Anfang so 17 Stunden. Und nehmen wir mal an, das pennt immer so 2 bis 4 Stunden, sagen wir mal, dann penne ich auch immer 2 bis 4 Stunden. Wenn das Kind wach ist, bin ich auch wach. So, das heißt, wenn ich dann dreimal schlafe, bin ich ja ausgeschlafen nach 9 Stunden. Dann habe ich theoretisch noch ein bisschen Zeit, ja, um dann fürs Kind da zu sein und zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob es klappt, keine Ahnung, in meinem Kopf schon. Wir schauen einfach mal, damit zerstöre ich meinen Schlafrhythmus zwar komplett, aber ist mir egal. So, ich hoffe einfach mal, dass ich das halt so hinkriege. Weil ich glaube, also übermüdet bin ich noch fauler als sonst und das wird dann gar nichts. Das kann ich euch direkt sagen, ne? Da hoffe ich auf jeden Fall, dass sich das halt gut einpendelt und dass ich das dann hinkriege, ja, mit meinem Job und so weiter. Also eigentlich sollte es kein Thema sein, weil es ist nicht viel Arbeit, was ich machen muss, aber man steht sich halt selbst im Weg so. Real Talk, ja. Und genau, das ist halt nicht so geil. Ansonsten, ich guck mal, was Gina noch so dazu geschrieben hat. Die hat noch gesagt, was ich mir von der Gamescom erwarte. Ich habe ein Video gemacht, die Gamescom letztes Jahr war ja wirklich. Ja, das geilste ever, so muss ich halt einfach mal sagen. Sehr viele Partys, sehr viele Leute kennengelernt, das war wirklich mega nice und ich hoffe natürlich, dass es 2020 halt ähnlich wird. Ich muss sagen, dass ich halt jetzt schon einige Kontakte halt auch geknüpft habe zu verschiedenen Leuten, also YouTuber oder auch so managementmäßig halt. Und da wünsche ich mir natürlich dann halt einfach, dass die Gamescom halt genauso geil wird. So, ne, ich bin ja jetzt auch keiner mehr, der jetzt jeden einfach stumm fertig macht und beleidigt so. Ja, so langsam ändert sich die Meinung über KuchenTV und mal gucken. Ne, vielleicht nächstes Jahr Feature mit Dagi Bee oder so. Ne, weiß man nicht. Auf jeden Fall hoffe ich da, dass die Gamescom halt wieder genauso geil wird. Ja, so Urlaubsziele und so habe ich tatsächlich gar nicht für nächstes Jahr, weil halt einfach das Kind da ist. Und ja, ich kann das selber nicht einschätzen, so um ehrlich zu sein. Also ich hätte jetzt kein Problem damit, auch mit dem Kind 10 Stunden zu fliegen. So, mir wäre das Wayne, ja. Und das Kind kann sich später eh nicht dran erinnern. Muss jetzt wahrscheinlich nicht sein, ist wahrscheinlich auch ein bisschen stressig, aber dass man halt wenigstens mal so richtig allmannmäßig an die Nord- oder Ostsee fährt, oder Sascha Hubert auch gesagt, ich kann gerne mal nach Österreich kommen, dass er mich ein bisschen fit macht. Ja, dass man dann das Kind da mitnimmt und das so ein bisschen als Urlaub nimmt, ne? Man muss ja nicht bei, also wir müssen ja nicht bei Sascha Huber wohnen, wir nehmen uns Hotel. So, Österreich hat ja schon auch ein paar schöne Ecken so und da macht man sich da eine Woche oder ein paar Tage. Ja, ganz nett auf jeden Fall. Ansonsten, genau, das kommt nämlich auch noch dazu. Ich will auf jeden Fall mein Fitness weiter durchziehen, mein Fitnessprogramm. Nein, Spaß. Ich habe ja die Boss-Trafo abgezogen, ich habe das ja letzte Woche erzählt. Und ja, in der Woche habe ich tatsächlich jeden zweiten Tag halt trainiert. Morgen kann ich nicht, weil morgen ist Heiligabend, da streame ich halt morgens, dann fahren wir halt nach Leipzig und dann kann ich halt nicht trainieren, das muss ich dann einen Tag später machen. Oder ich lasse generell einmal ausfallen und mache dann einen zweiten Weihnachtstag erst wieder, muss ich mal schauen. Genau, aber das ziehe ich ja halt gerade noch durch, das will ich auch weiter durchziehen. Ja, ich will jetzt, wie gesagt, nicht der Muskelmann schlechthin werden, aber so ein bisschen Sixpack, so ein bisschen, dass man nicht mehr so der Lauch ist, sondern so der Normale, weißt du, das ist so das, was ich erreichen möchte und da hoffe ich einfach mal, dass ich das durchziehen kann. Ja, ansonsten habe ich nicht so viele Ziele, vielleicht ein bisschen noch an der Sauberkeit achten,
Ja, weil, also unsere Wohnung ist nicht dreckig, die ist schon ziemlich sauber, aber könnte halt immer noch ein bisschen mehr sein, ne? Und auch meinen Arbeitsplatz mal aufgeräumt lassen. Der ist immer so dreckig, weil ich halt die Sachen, ich räume den auf, einen Tag später liegen da wieder 10.000 Sachen rum und ab nächsten Jahr auch meine Steuern richtig machen. Also in dem Sinne, ich weiß, normalerweise jeder normale Mensch, wenn ich eine Rechnung kriege, der würde die abheften. Ich lasse die überall liegen. Ich habe bestimmt schon tausende Euros nicht abgesetzt, einfach weil ich die Rechnungen nicht mehr gefunden habe, weil ich gar nicht weiß, dass ich das gekauft habe. Weil ich muss ja immer quartalsweise meine Vorsteuer zahlen und halt auch Umsatzsteuer und so weiter einreichen. Und da macht man halt alle Rechnungen fertig, reicht die dann halt ein, alle 3 Monate so. Und wenn ich jetzt im Januar was hole, was ich erst im April einreiche, so, Bruder, kein Plan. Und deswegen nächstes Jahr will ich mir einen Ordner machen, wo ich direkt alles einhefte, weil es einfach einfacher ist. Und ich hoffe, dass ich das wirklich durchziehe. Ja, ansonsten kann man da, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Das sind so auf jeden Fall meine Ziele, Vorstellungen. Ja, Beziehung, ja, läuft ja eigentlich ziemlich gut. Hoffen wir mal, dass das Kind das nicht kaputt macht. Aber ich denke nicht. Ich glaube, wenn, dann ist es eher stressig in der Schwangerschaft, ne? Und dann hoffe ich einfach mal, dass ich meine Faulheit besiegen kann. Und ja, dann wird es eigentlich, denke ich, mein erfolgreiches Jahr 2020. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass ich das hinbekomme. Und ja, genau, ansonsten natürlich hoffe ich auch, dass sich das mit der Partnerschaft klärt. Ich meine auch wirklich klärt, von mir aus lehnen die mich ab. Das ist mir nicht komplett egal, es wäre natürlich schöner, wenn ich angenommen werde, aber einfach, dass man halt eine Antwort hat. So, weil ich warte jetzt seit 6 Monaten darauf, nichts. Ja, nicht mal den Dezember konnte ich mitnehmen, so, das ist wirklich sehr, sehr traurig. Ja, und dann hoffe ich, dass ich nicht gesperrt werde wegen dieser neuen Richtlinien. Das kommt auch noch dazu. Jo, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, meine Freunde. Abonniert den Kanal und so weiter. Und war das alles? Ja, ne? Dann okay, thanks, bye. Yeah.